neues Team. Komplett selbst gebaut, selbst überlegt. Ah, oh. Interessanter Lied. Frag mich, was er gedacht hat, was kommt. Ganz interessanter Lied. Ganz, ganz interessant. Ich habe die Terra-Typen noch nicht gemacht. Boah, wenn er Abschlag auf Überreste macht, würde mich echt nerven. Vielleicht geht er direkt auf Terra. Terra-Pflanze machen die manchmal. Guck mal. Was macht er? Er macht kein Terra. Könnte heißen, dass Mascagato vielleicht tot ist. Ja. Blumentrick einfach. Einfach ein Blumentrick. Auf sich selber? Wegen Kurzschluss? Dann ist das ein Death-Mascagato. Rasender Stier. Okay. Der muss weg. Den baller ich ein rasender Stier. Den baller ich aber sowas von Aquaschnitt rein. Wieder was Neues gesehen. Das habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Kurzschluss abusen. Das habe ich schon mal gesehen. Mit Lebenorb. Ah ne, nicht mit Lebenorb. Ne? Er wird wahrscheinlich irgendeine Geschwindigkeit spielen. Bringt ihm aber nichts. Der hat viel zu wenig Def, als dass sich das irgendwie lohnen würde. Du kriegst halt ein Pokémon weg, danach bist du lahm as fuck. Die Taktik ist ganz cool so, um den ein bisschen nach vorn zu bringen mit Kurzschluss. Dann hat er halt direkt Max Leben, aber das ist so ein bisschen bauchtrommelmäßig. Ist auch gut, dass Mascagato halt schneller ist als er. Blumentrick ist immer ein Volltreffer. Ah, ich bin nicht so ein Fan davon. Bin ich ganz early. Okay. So. Ja. Ich bin Kampf, ne? Wenn er eine Flugattacke macht, aber er wird bestimmt entweder Rückenwind und Flugattacke sei langsamer. Da kann ich ihn auf jeden Fall erstmal angreifen. Und können wir kurz darüber reden, wie stark Dragohan ist. Das Ding ist schnell. Aber, ey, also jeder, der es jetzt auf YouTube sieht, ne? Und sich wundert, wieso Galagladi so stark ist und wieso ich den dabei habe. Seit Kamisinopupo gibt es eine neue Fähigkeit auf Galagladi. Womit Schnittattacken 50% mehr Schaden machen. Das plus Lebenorb plus Max Attack ist übelster Schaden. Ah, ciao. Das war das allererste Game. Erfahrungsgemäß sind die ersten Games immer schwierig, aber das ging direkt super klar. Dragoran wurde nicht einmal angegriffen. Überreste hat nicht einmal funktioniert. Geiles Game. Geil, 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 geil. Also Leute, das ist das Team. Kramurks mit Evolid. Rückenwind wichtig. Ihr habt gesehen, Konfuschrei kann manchmal richtig witzig sein. Schmarotzer für starke physische Angreifer und Bohrschnabel. Damit rechnen viele nicht. Habe ich auch schon nicht mit gerechnet. Könnte man aber auch ändern. Gegen Verhöhner oder sowas. Galagladi mit Scharfkantig. Übel, übel nice. 50% mehr Schaden auf Sanktoklinge. Ich zeige euch das gerade mal. Sanktoklinge hat 90 Stärke. Mit der Fähigkeit hat das 135 Stärke. Mit Lebenorb und Step. Crazy. Mega, mega stark. Gran Forgita mit Mogelhieb, Riesenhammer, übel stark. Überbrückung auch mega stark. Hätte ich gar nicht so gedacht. Aber Überbrückung, mega, mega gut.
Ja, Dragoran spiele ich komplett als Tank. 300 Def, 300 Spezialverteidigung. Mit Multischuppe immer wieder schön hochheilen. Mit Eiskreisel gegen Felder. Und Turbo-Tempo. Ich weiß noch nicht. Da bin ich noch nicht zufrieden, was da hinkommen soll. Ich hatte erst Eisene Schädel. Das hat mir gar nicht gefallen. Irgendwie spielt niemand mehr Fee-Pokémon. Jetzt Turbo-Tempo. Müssen wir mal schauen. Pelipper als Sonnen, als Kürtel und Despota Counter und Gastrodon als Wasser-Counter und auch Kürtel-Counter macht übel viel Schaden. Und mit Eissturm und mit dem Surfer, also diese Kombination hier ist sehr stark, finde ich, habe ich das Gefühl. Surfer, dann ist er auf 450 Spezialangriff. Man kann sich mit Genesung immer wieder hochheilen. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr gut. Ist ein richtig geiles Team, macht mir übel viel Fun. Ich finde es schade, dass ich Kramurks spiele, weil ich bin nicht so ein Kramurks-Fan, aber sei es drum. Und ja, spielt das Team nach. Vielleicht gibt es halt demnächst mal einen Leihcode. Und mich würde interessieren, was ihr von dem Team haltet, weil das habe ich komplett alleine diesmal erstellt, ohne irgendwelche Schnipsel von anderen. Auf Galagladi bin ich. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin mit Schafkantig. Das habe ich auch nur durch Zufall gesehen, weil ich mir Galagladi so angeguckt habe. Ich wusste nicht, was das ist. War einfach Zufall. Ich habe einfach gedacht, okay, ich spiele den mal. Ach ja, genau. Ich wollte den eigentlich ursprünglich spielen mit Rundumschutz. Der kann nämlich Rundumschutz und der kann Schutzschild, der kann Rapidschutz und Rundumschutz. Und ich hatte gedacht, vielleicht kann ich damit irgendwas basteln. Und dann habe ich erst gesehen, dass er Scharfkantik hat, die ja komplett neu reingekommen ist. Also mega, mega nice das Team. Und haut's nach, spielt selber. Mega nice. Ah ja, ihr wollt, könnt noch die hier, die EVs. KP Spezialangriff, Spezialangriff Verteidigung, Verteidigung Spezialverteidigung, Spezialverteidigung Angriff, Spezialverteidigung Angriff. Guck mal, beide gleich sogar. Er hat auch übel viel, ne? 330 Spezialverteidigung hat der. Und der auch. Also, die sind auch mega gut in der Def. Und hier Verteidigung und Spezialverteidigung mit Evolit macht am meisten Sinn. Evolit, Lebenorb, Weste, Überreste. Nassbrocken und eine Beere, die Pflanzenattacken abschwächt. Sehr effektive Pflanzenattacken. Und ja, das ist das Team.